So, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von OMSI, dem Omnibus Simulator 2. Und ihr habt in der letzten Folge entschieden, dass wir die Linie 188 auf der Map Bloodbeck fahren, die wir ja schon bereits aus der letzten Episode kennen. Nur in der letzten Episode sind wir noch mit einem anderen Bus unterwegs gewesen, nämlich mit dem Stadtbus U405. Ja, nur U405, den Gesen von Spandau gefahren. Und heute haben wir hier ein anderes Gefährt stehen. Das ist nämlich der Mercedes-Benz Citaro, der Mercedes-Benz O530, heißt der, glaube ich, in der offiziellen Bezeichnung. Naja, den haben wir hier jedenfalls jetzt stehen, das aktuelle Modell, was wahrscheinlich auch durch alle verschiedenen Städte fährt. Wahrscheinlich auch durch Berlin, Köln, natürlich hier im Ruhrgebiet, in München, fahren wahrscheinlich überall, wobei in München fährt, glaube ich, MAN, zumindest im Bus-Simulator 2000. Nee, warte, das war der Bus-Simulator. Nee, der City-Bus-Simulator München. Da ist man durch München gefahren, mit dem Line City. Und hier in Gladbeck fahren natürlich auch MAN Line Cities. Aber halt auch dieser tolle Gladbeck-Stadtbus, wie er so schön heißt, ist ja eigentlich eine Kopie aus dem 3-Generation-Add-on. Nur, dass hier jetzt anstatt, ich weiß nicht, was da stand, stand da wirklich Citaro. Jeder, und dann steht da jetzt Gladbeck und so. Also ist ein bisschen was dran verändert worden. Natürlich auch das Festische Repainting. Wir befinden uns hier ja im Bedienbereich der Festischen. Ansonsten hier hinten kann man keine Klappe aufmachen. Hier steht auch nochmal schön Gladbeck. Ich weiß, es gibt, glaube ich, im OMSI Gladbeck Forum auch noch so eine Datei, wo dann da halt wirklich Citaro steht und man Mercedes-Zeichen hat. Aber warum sollte ich das machen? Es sieht ja auch so schön aus, wenn man da mit so einem Gladbeck kommt. Gladbeck-Bus rumfährt, Mann. Ich bin heute wieder gut drauf. Schauen wir uns das mal von innen an. Ja, und gut, so sieht halt ein Bus der Festische aus. War ich fast jeden Tag mit. Gut, aber ansonsten, ja, gibt es hier auch nichts Spezielles. Wir können hier natürlich die Dinger drücken, die Haltestellen, Dingsabumser, Stopp. Dann kann man Fenster auf und zu machen, je nachdem, wie warm oder kalt es hier in dem Bus ist. Ich glaube, wir haben hier sogar Dezember, wobei die Bäume sagen was anderes. Die Bäume sagen, glaube ich, eher so Oktober, November, aber das Datum sagt, glaube ich, wirklich Dezember. Ja, der 17.12.2015, also haben wir jetzt bald Weihnachten im Spiel zumindest. Und hier schon Ostern durch in der Realität. Nee, okay, jetzt sitzen wir hier schon an unserem Cockpit, deswegen würde ich sagen, mache ich mal die Elektronik des Busses an. Er fährt so langsam hoch und ja, was hier an dieser Stelle auch neu ist, vielleicht kennt ihr ja das 3-Generation-Add-on. Ich glaube, ich bin es ja auch schon mal gefahren für ein Let's Play. Ja, garantiert. Neu dazu gekommen ist aber hier bei dem Gladbeck-Bus, dass wir hier so ein, so einen Touchscreen noch haben. Mann, ich bin heute wieder gut drauf, wisst ihr? Ja, den haben wir halt und der ist nämlich hier für, na, wo ist es? Für dieses Ding hier. Da hält man dann sein Schokoticket, sein Bergenticket, sein Ticket 2000 oder was auch immer man für ein Ticket von der Festischen hat. Muss man da dann halt dran halten und dann kann man hier an diesem tollen Ding sehen, ob das Ticket auch gültig ist oder halt nicht. Die Kontrolle kann man auch ausmachen, dann steht hier bitte durchgehen. Aber darauf hören die Fahrgäste nicht und die, halten ihr Ticket dann trotzdem davor. Na gut, wobei in der Realität mache ich das meistens auch, weil es ist echt so eine Gewohnheit. Du läufst da vorbei, weißt, du musst dein Ticket da jetzt dran halten und scannen. Und wenn das aus ist, merkst du das gar nicht, weil du guckst ja nicht darauf, was da steht, sondern hältst das einfach daran. Und deswegen ist es vielleicht doch wieder realistisch. Na gut, machen wir weiter. Wir haben hier nämlich noch den Ticketdrucker, beziehungsweise das IBIS, oder wie heißt es hier? Ja, Printer. In Hamburg heißt es, glaube ich, Atron oder so. Na gut, ist egal. Jetzt müssen wir hier jedenfalls die Verkäufernummer eingeben und die steht hier 1805. Und die Codenummer dürft ihr jetzt nicht erfahren, denn die ist geheim. Aber komm, da ihr seid 9691. So, gut. Ach so, die Kursnummer. Ich glaube, wir müssen sowieso noch eine Linie annehmen. Wie gesagt, wir fahren heute die Linie 188 zum Moviepark Germany, der auch nicht allzu weit entfernt ist vom Oberhof in Gladbeck. Befinden wir uns ja gerade. Ja, das sieht gut aus. Um 13.03 Uhr dürfen wir losfahren. Ich sitze weit weg von meinem Bildschirm, ist das Problem.
Fahren wir mal lieber um 14.03 Uhr los. Ich glaube, das kommt besser. Okay, Sie lösen Wagennummer bla 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 ab. Okay, gerne. Mache ich doch immer. Und dann können wir jetzt auch hier die Nummer eingeben. So, Linie 188-01 vielleicht. Da weiß ich das nie so genau. Nee, also werden wir jetzt schon am Moviepark. Das will ich noch nicht. Dann müssen wir hier nochmal bitte zurück. F. Dann war das, glaube ich, Kurswechsel. 02 aber. So, jetzt fahren wir vom Oberhofen zum Moviepark Germany, das muss hier ja dann auch dran stehen. So sieht's aus, alles richtig. Neben uns steht die Linie 259, die nochmal wohin fährt? Genau, zur Gelsenkirchen-Bucher Straße über Oberhof. Okay, Motor machen wir an. Dann drücken wir mal D, um vorwärts zu fahren. Lösen die Bremse und dann kann es jetzt auch losgehen. Und was steht der Bus denn hier? Die 255. Mann, warte, ich funk jetzt mal eben. Warte, wo ist das Mikro da? Was ist mit der Maus los? Okay. Hey, hören Sie mal, Kollege. Fahr mal bitte ein bisschen vor. Ich muss hier durch. Ha, warte mal. Was macht der denn da? Warum steht der denn da? Ach so, der steht da. Ja, ich glaube, wir hätten jetzt einen Unfall gebaut, hätte ich Unfälle eingestellt, aber... Na gut. Oder nee, hätten wir gar nicht. Der KI-Bus, die 259, die, glaube ich, aus Bottrop kommt. Ja, komm. Ach so, jetzt blinkt er, ist klar. Okay, schleichen wir uns da mal vorsichtig dran vorbei. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden umfahre und verletze. Das geht doch. Und ich hoffe, dass ihr mein Lenkrad nicht allzu doll hört. Denn das macht mal wieder Alarm. Weil wir über einen Bürgersteig gefahren sind. So, jetzt haben wir aber freie Fahrt. Müssen hier jetzt aber trotzdem wieder halten, weil für uns das Straßenbahnsignal gilt, soweit ich weiß. Und dann geht's los in Richtung Moviepark. Nachdem wir die Fahrgäste da eingeladen haben. Wobei, was mir aufgefallen ist, dass wenn man da an der Starthaltestelle Oberhof steht, dass da kaum Fahrgäste einsteigen. Vielleicht mal einer, aber meistens auch wirklich gar keiner. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen unrealistisch. Wenn Fahrgäste hier unterwegs sind, dann stehen die wirklich meistens da oder... Ja, da stehen auch immer viele. Oh, ich darf fahren. Jetzt wird schon wieder gelb, aber... Wir kommen ja noch über Gelb, über die Ampel. Was die anderen machen, ist mir ja relativ egal. Gut. Dann ist das dieser Bussteig hier. Genau. Die Sonne steht schon ziemlich tief. Ist ja auch Dezember. Weswegen wir erstmal die Starthaltestelle erreicht haben. Okay. Ah ja, und jetzt kann ich euch ja die Funktion zeigen, von der ich euch in der letzten Folge erzählt habt. Erzählt habe, also falls ihr die nicht kennt, hier drückt ihr Info und dann seht ihr hier zum Beispiel das Wetter, hier zur EDDL, das heißt Düsseldorf, aber gut, Düsseldorf und Gladbeck sind nun auch nicht so weit voneinander entfernt. Hier sehen wir zum Beispiel, diese Linie sind wir in der letzten Folge gefahren, Schienenersatzverkehr, dann war hier ein Warnstreik am 4., am 7. April, da ist dann irgendwo... eine Umleitung und da ist auch noch wieder eine Umleitung. Aber für uns, für die Linie 188 scheint nicht zu sein. Das ist vielleicht auch vorteilhaft, denn sonst würde ich mich verfahren. Aber ich versuche es halt ohne Hilfsverlag zu machen. Weil... Ja, was will ich jetzt? Ich will das Ding runter haben. So, jetzt ist die Sonne vor dem Ding da oder hinter dem Ding, je nachdem... Von wo man drauf guckt. Was ist das für ein Bus? Würde mich dann jetzt doch kurz mal interessieren. Entschuldigung, ich weiß, wir müssen so langsam mal anfangen, denn sonst schaltet ihr weg, aber... Ah, der fährt die Linie 257. Okay, gut zu wissen. Wir fangen jetzt aber auch an... die Informationen bräuchte ich doch schon. Und wann fahren wir los? Um 14.03 Uhr, dann machen wir mal so 14.01 Uhr, das passt dann schon. Nicht 140.
14:01. Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir die Experten mal einsteigen, wobei keiner einsteigen will. Gut, ist ja nicht mal ein Problem. Dann geht's jetzt endlich los in Richtung Movie Park Germany. Wir fahren die nicht vorhandenen Fahrgäste zum XXL Tuber Day, der ja morgen und am Sonntag im Movie Park stattfindet. Vielleicht gibt's ja jetzt schon irgendwelche, die von weit her angereist sind, keine Ahnung von... Nächste Haltestelle. Ja, jedenfalls nicht direkt von hier und dann halt im Hotel übernachten, die sich den Moviepark dann heute doch schon ganz gerne mal angucken möchten. Wobei heute das Wetter in der Realität hier im Ruhrgebiet ist nicht gerade schön. Heute Morgen und bis jetzt gerade eben hat es eigentlich die ganze Zeit geregnet und jetzt klart es doch schon so ein bisschen auf. Ich sehe da sogar blauen Himmel, wenn ich aus meinem Fenster gucke, aber eigentlich doch relativ bewölkt. Aber keine Regenwolken mehr. So, hier haben wir auch direkt grün, das ist perfekt. Verlieren wir auch keine Zeit. Und da ist die nervige Sonne wieder. Ah ja, noch können wir ja fahren, wie wir wollen, denn Fahrgäste haben wir ja zum Glück noch nicht. Das heißt zum Glück, das wird dem Chef nicht freuen, wenn so wenig zum Moviepark wollen. Nee, das wird keinen Sinn ergeben. Es wäre ärgerlich gewesen, wären wir mit dem Gelenkbus gefahren. Und wären, oder, und wollten ziemlich wenig Leute zum Moviepark. Das war jetzt schon wieder so ein... Ja. Jedenfalls war das wieder so ein Satzbau, der überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Okay, Anforderungen haben wir schon mal. Nur die Ampel ist immer noch rot. Da bildet sich auch schon so langsam eine Schlange gegenüber. Und ich denke mal... Na, da fahren sie gerade, okay. Dann dürfen wir, denke ich, mal als nächstes fahren. Hoffe ich. Eventuell vielleicht. Unter Umständen. Achtung, gleich könnte es, ich hoffe es nicht, aber in 9 von 10 Fällen kommt es gleich zu einem kurzen Hänger, aber der sollte dann gleich auch nach ein paar Sekunden vorbei sein, denn da lädt er irgendwie was ganz Großes und das... Ja, ist dann schon wieder zu viel für den Computer. So, jetzt an dieser Stelle genau. Aber das geht dann doch mal relativ schnell vorbei. Okay, auf zum Goetheplatz. Das ist nämlich die nächste Haltestelle. Und dann geht's weiter über Gladbeck-Zweckel zum Moviepark nach Bottrop-Kirchhellen. Am Bahnhof Gladbeck-West fahren wir auch vorbei an der Maschinenhalle. In Gladbeck-Zweckel. Also sehen wir heute zumindest noch ein bisschen Wasser vom Ruhrgebiet. So ein paar, ja, Spots. Touristen-Spots, wobei Touristen... Naja, muss ich hier jetzt halten? Hier will keiner einsteigen. Gut, dann fahre ich mal ein bisschen weiter vor. In der Hoffnung, dass da jemand einsteigen möchte. Denn bei solchen Haltestellen, das ist ja auch in Spandau... So, da tue ich mich irgendwie immer schwer. Na gut, hier will auch keiner einsteigen. Was ist denn heute los? Mann! Es ist Freitag. Na gut, das Wetter ist schlecht, aber... Warte mal eben. Warte. Wenn dann schon richtig, wenn wir es doch können. Machen wir mal eben. Reales Wetter, EDDT passt. Ich hoffe, das war jetzt... keine allzu schlechte Idee in Hinsicht der Performance. Natürlich ist die Performance jetzt schlechter, aber dafür haben wir auch reales Wetter aus dem Ruhrgebiet bzw. aus dem Rheinland, denn EDDT ist ja die Flughafenabkürzung für den Düsseldorfer Flughafen. So, jetzt passt das wenigstens. Dann sollten wir vielleicht auch Licht anmachen. So, der erste Fahrgast in der dritten Haltestelle, immerhin. Ich glaube, hier will auch jemand einsteigen. Der Mann mit dem weißen T-Shirt. Oder auch nicht. Na gut, egal.
Weiter geht's. Ich sollte den Experten... Ups. Vielleicht mal Licht anmachen. Ja. Mann, bin ich heute gut drauf, ey. Licht. Das war doch hier. Ja, so. Jetzt haben sie auch Licht. Ich würde sagen, wir fahren dann einfach mal. Ich weiß auch nicht, warum der da auf einmal weitergerollt ist. Wobei ich eigentlich meinen Fuß auf der Bremse hatte und nicht auf dem Gas oder nirgendwo drauf. Keine Ahnung. Und ich hoffe, dass die Ruckler bzw. die Einfrierer sich wirklich in Grenzen halten, aber es ist doch schön, hier mal bei Regen zu fahren. Sind wir, glaube ich, sowieso noch nie in Omsi. Auch in Staffel 1 nicht. Weil wir kommen heute echt schleppend voran, ey. Überall eine rote Ampel. Unglaublich, ey. Dabei habe ich heute gar nicht so viel Zeit. Und wollte mal eben schnell Omsi aufnehmen. Und jetzt habe ich hier alle Ampeln rot. Na gut, da ist eine ganz weiße potenzielle Fahrgästin, die sogar einsteigen möchte. Woman in White. Okay, jetzt fahren wir in Richtung Zweckel. Die nächste Haltestelle ist dann der Gladbecker Westbahnhof. Hier geht's dann schon in Richtung, ja, Zweckel oder halt Bottrop-Kirchhellen. Also Moviepark. Ja, und hier wäre Gladbeck West. Und hier wollen sogar Kinder einsteigen, die wohl zum Moviepark wollen. Guten Tag. Ja, Tag, oder? Ja, 14 Uhr kann man sich sagen. Oder halt Hallo. So. Überlege ich gerade, ob ich den Scheibenwischer nicht noch eine Stufe höher machen, höher stellen soll. Denn teilweise sieht man echt wenig. Aber ich glaube, das geht noch. So, wir dürfen fahren. Das gefällt mir. Dann geht's nämlich als nächstes hier lang. Diese Linie fahre ich echt gerne. Weil wir fahren hier so schön durch die Natur. Na gut, wobei eigentlich bin ich kein Naturfan. Aber nee, ich finde die wirklich ziemlich interessant hier, die Strecke. Man fährt hier, ja, natürlich durch Gladbeck. Aber auch halt immer mal so ein bisschen Natur. Und hier dann jetzt so ein Wohngebiet, das gefällt mir einfach. In Aldi hatten wir da gerade noch gesehen. So. Wollte da nicht gerade eben noch jemand einsteigen? Ich meine, so war das doch. Aber die war dann irgendwie weg. Warum auch immer. Nächste Haltestelle. Wurzstraße. Okay, aufpassen, hier dürfen wir nur 50 fahren. Nicht, dass die Polizei hier wieder blitzt. Das heißt wieder. Schade, dass die Polizei, oder dass es nicht so Blitze an Omsi gibt, dass man dann, na gut, wobei das mit der Polizei ist auch langweilig, wenn man einen Unfall gebaut hat, aber nee, das wäre doch mal ein bisschen Abwechslung. Sie wurden geblitzt. Generell finde ich, ja, ich glaube, hier fehlen so ein paar, wie soll ich sagen, warte mal eben. Was soll das denn jetzt schon wieder? Das kann doch nicht sein. Warum laden jetzt die Kacheln hier nicht?
Was soll das? Ey, weißt du, wenn ich nicht aufnehme, ich bin die Linie schon so oft gefahren, deswegen kann ich die auch auswendig und ohne Hilfspfeile. Alles läuft immer glatt. Und jetzt mache ich eine Aufnahme und jetzt laden die Kacheln hier nicht und alles bleibt weiß. Ist doch echt eine Frechheit. Und wir haben hier noch nicht mal eine Fahrerfigur im Bus, die ja normalerweise da ist. Wundert mich gerade. Nee, das ist echt... Wie eine unsichtbare Wand an dieser Stelle. Nee, ich komme auch durch Klicken hier nicht weiter. Ich glaube, ich beende die Folge dann an dieser Stelle, wenn es dir gefallen hat. Lass dem Video doch einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal. Und wir sehen uns dann ansonsten in der nächsten Woche wieder zu einer neuen Folge von Omsi, dann genau an dieser Stelle. Und dann hoffentlich mit Kacheln, die dann auch vorhanden sind. Danke fürs Zuschauen bei der heutigen Omsi-Folge und bis Dienstag dann. Tschüss!